Hallihallo und willkommen zurück. Hier ist der Leviathan 2 mit seinem Let's Play zu Dark Souls. Heute gehen wir auf die Jagd nach auf Königsjagd. Wir starten eine Revolution und werden uns ein paar Könige umbringen. Nämlich vier Könige. Die vier Könige von Neulondo. Also ich hoffe, ich werde sie umbringen. Es ist ein bisschen eine Tortur, diese zu besiegen. Es gibt Strategien, ich werde auch die bekannteste dafür einsetzen, aber ob es reicht, das werden wir erst noch erfahren. Ich glaube, ich kann hier schon mal den Lift wieder nach oben schicken, weil entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Das sehen wir dann noch. Ich habe beim letzten Mal gesehen, dass ich dort einen Haufen, wie hieß es jetzt nochmal, einfach einen Haufen temporäre Flüche benutzt habe. Hier brauche ich keine, also ich kann sie benutzen, aber es ist nicht notwendig. Denn das Spiel hat eine Abkürzung, die ist recht bekannt unter den Spielern. Hier, die eigentlich den ganzen Weg noch unnötiger macht, als er sowieso schon war. Wie ging es jetzt irgendwo hier? Auf das drauf, dann auf... War es schon nach unten? Ja, ich glaube, war schon nach unten. Hep. Gibt ein bisschen Fallschaden, aber nichts Gravierendes. Und landet eigentlich genau bei den Finstergeistern vor der Nase. Seele, stolze Krieger, du gibst mir nichts. Dort oben haben wir... Das ist nur eine Flamme, oder? Nee, das ist eine Seele. Oder ein Gegenstand hat einfach... Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, was es war. Hier haben wir auch eine Seele. Hier haben wir ein geborstener roter Augapfel. Hier unten müsste noch ein Finstergeist rumlaufen, genau. Ich möchte einfach nicht, dass er mir in den Rücken fällt, deshalb falle ich ihm in den Rücken. Keine grauen Brocken von ihm. Geizhals. Dann hier durch. Was? Nee. Ach, das war der, den ich gesehen habe. Okay. Dann gibt's noch hier eine unsichtbare Wand. Wie gesagt, ich kenne das Gebiet hier ein bisschen. Mit einem Finstergeist, den ich nicht auf der Brücke besiegen möchte. Oh, das war... Sie können recht schnell zuschlagen, das ist dann ein bisschen böse. Gut, bitte hier runter. Und hier haben wir Brocken. Ja, Brocken. Haben wir immerhin noch einen mehr. Und jetzt kommen wir ins Gebiet, wo ich auch lieber wieder... Ich muss ihn nicht benutzen, aber ich benutze ihn gerne hier. Schnell noch ein Estus kippen. Nur ein paar Gegner anlocken. Weiß nicht, welche ich gerade angelockt habe. Ah, ein Finstergeist. Und zweiter Finstergeist. Das ist nur halb so gut als das vorherige. Ja, wir können keinen Blitzschaden abfangen, aber ist egal. Ich verbrenne heute. Nein, oh. Das war eine unnötig gute Combo von ihm. So. Es sollte zumindest für einen das aus sein und gegen einen zweiten. Alleine ist es dann. 1 gegen 1 sind die Dinger wirklich kein Problem mehr. Man muss nur aufpassen, weil sie wirklich schnell angreifen können. Ein Kopf. Und hier noch der Schleim. Der kotzende Schleim. Nimmt aber auch schön viel Schaden durch Feuer. Also einfach Feuerbälle. Einen besseren Zeitpunkt kriege ich nicht mehr für die Feuerbälle. Glaube ich.
ist doch Geist weg. Hier waren es, glaube ich, sowieso nur zwei. Dunkel, also zwei Finstergeister und noch ein grauer Brocken. Alles zum Wohle des Uchi-Katanas. Dann hier und hier hinten gibt es doch auch noch was, habe ich gedacht. Ein Finstergeist. Bitte gib mir auch noch schnell einen. Nee, gerade nicht. Ich hab gedacht, hier hinten... Ach genau, hier kann man den NPC rufen, das war's. Ja, nicht wirklich notwendig, aber man kann, wenn man möchte. So, wir schreiten jetzt hier durch den Nebel. Und jetzt müssen wir schnell etwas an unserer Ausrüstung verbessern. Havelsring können wir hier nicht. Wir könnten ihn gebrauchen, aber wir brauchen den Bund des Sartorias, sonst sterben wir quasi gleich schon zu Beginn. Und hier ist auch wieder ein Gebiet, wo man sich sehr gut auf Havels Rüstung verlassen kann. Ich könnte jetzt auch die Wächtersachen anziehen, sollte etwa aufs Gleiche rauskommen. Ich glaube, die sind so ziemlich... ja, die Rüstung ist schon Havel und der Wächterhelm ist dafür ein bisschen besser. So, sieht ein bisschen komisch aus. Soll es auch. Ich bin hier eindeutig zu schwer. Aber es ist notwendig. Und ich kann natürlich den Schutzring der Gunst nicht abziehen, weil der geht mir kaputt, wenn ich das tue. Deshalb kann ich jetzt hier runter... Ist schon möglich, oder? Ja, ich glaub's. Ja. Und hier bin ich, der Abgrund. Und hier fängt jetzt eigentlich gerade der Bosskampf an, glaube ich. Irgendwo. Irgendwo müsste jetzt dort... Dort ist er. Einer der vier Könige sein. Beim Vierkönigen... Kampf, muss man einfach schauen, dass man so nah wie möglich an, die Könige herangeht, weil ihr Schaden hängt davon ab, wie weit man von ihnen da wegsteht. Ist das die Explosion? Deshalb einfach ein bisschen in der Nähe stehen bleiben. Vielleicht die Waffe noch mit beiden Händen nehmen, um noch ein bisschen extra Schaden zu verursachen und es zu skippen. Ah, da ist der nächste schon gespawnt. Das ist nicht sehr gut. Der Vorteil ist, mit der Rüstung kann er mir wirklich nicht sehr viel anhaben. Während die Ausdauer regeneriert, kann ich hier Estus kippen. Wie sagt man? Zeitmanagement. So. Jetzt, wo ist der nächste? Ach, nicht hier, hä? Was ihr nicht seht, ich drehe immer ein bisschen die Kamera, weil das ist wirklich reine Dunkelheit, diese Arena. Und ich... Ja, die Explosion. Hier ein bisschen Leben nachgeben. So, und wenn man wirklich nahe bei ihnen steht und eine Rüstung hat, die sich nicht so leicht staggern lässt und viel Verteidigung bietet, dann sind die eigentlich nicht mal so ein schwerer Kampf. Aber natürlich, wenn man da eine schwächere Waffe hat oder auch eine schwächere Rüstung, dann Gott steht ja bei. Dort ist der letzte. Bisschen einfach nahe ranrennen. So. Und der hat jetzt, ihr seht jetzt, sie haben eine gemeinsame Lebensanzeige. Und die müssten wir fertig machen. Fürstenseelenscherbe. Weil jeder der vier Könige hatte eine separate Lebensleiste und eine gemeinsame Lebensleiste.
und es geht in dem Sinne darum, also man kann mehr Schaden machen als ein Viertel der Gesamtleiste, obwohl es vier Könige sind. Jetzt brauche ich Havels Ring wieder. Gerne, danke. Und kann so quasi, also die das ganz einplanen und alles so, das habe ich auch schon in Speedruns des Spiels gesehen, die schaffen es, dass der vierte König gar nicht auftaucht, was ich ein bisschen verrückt finde, weil es die vier Könige sind, aber es sind Speedruns, ich meine, das ist da, das machen die. So, wir haben noch drei Level bekommen, das ist sehr gut, und wir können die Waffe noch verstärken, nämlich den das Uchigatana. Um ein Level. Das kann schon viel sein. Das nächste Mal kriegen wir eine A-Skalierung drauf. Bedeutet nicht viel, weil die Skalierung sich nicht wirklich um Haufen verbessert, aber immerhin A-Level. Dazu bräuchten wir aber noch zwei. Und jetzt können wir uns teleportieren zum Feuerbandschrein. Und könnten von hier aus auch schon quasi den finalen Boss machen gehen, wenn wir möchten. Wir haben alle Fürstenseelen. Wir haben in dem Sinne wirklich alles, was wir brauchen. Also ich glaube, ich werde dann sozusagen versuchen, im nächsten Part das Let's Play zu beenden. Die Frage ist, was mache ich jetzt noch? Es sind noch ein paar Minuten offen und ich möchte nicht wirklich so einen kurzen Part abliefern. Was mache ich also noch mit diesen paar Minuten, die ich hier noch habe? Tja, das ist die Frage. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, ob es noch irgendetwas zu tun gibt. Was so storytechnisch oder irgend sowas wäre. Ein normaler Spiel, also ein normaler, keine Ahnung, einer, der es nur durchzockt, um es durchgezockt zu haben, oder einer, der quasi den Spielstand hier verlassen möchte, der würde jetzt hier auf seinem Weg einfach alle NPCs töten, weil die geben Seelen, die geben Items. Und das ist alles nützlich, um ins neue Spiel mitzunehmen. Und im neuen Spiel sind sie ja auch nicht mehr wütend, wenn man sie umgebracht hat. Ich bin aber nicht der Typ, ich mag das nicht. Ich weiß, es geht nur um die Effizienz der ganzen Sachen, aber ich bin kein Fan davon. Also muss ich jetzt überlegen, was mache ich jetzt? Der Manus und der Kalamet sind immer noch viel zu starke Gegner. Und in den paar Minuten, die ich noch übrig habe, kann ich es versuchen. Was ist das nächste, wo ich hinkomme? Die Gemaltkerne, Kristallhöhle, Tochter des Chaos, muss ich dann wohl hingehen. Was ich euch noch zeigen kann, ich hoffe, ich krieg das hin, ist noch ein Bonusboss, ein kleiner. Ich glaube, ich nehme einfach das Uchi dazu. Wenn wir es schon mal so weit gebracht haben. Hier schnell speichern. Ich habe ja quasi so die ganze Pyromantie-Sache, also das ganze verlorene Eiselev eigentlich, also nicht das ganze, aber den großen Teil davon habe ich ja einfach übersprungen. Und mitunter auch zwei Bosse, die hier auftauchen würden. Ich habe nicht Zeit für beide. Und wie gesagt, ich fühle mich auch nicht wirklich verpflichtet, alle Bosse zu zeigen und zu besiegen. Ich habe mir nie gesagt, dass es um 100% geht in dem Spiel. Und keine Ahnung, wenn ihr einen Speedrun davon seht, dann töten die wie viele Bosse? Eins. Dann zwei, drei. Wir sind jetzt bei drei Bossen, die ich gerade im Kopf habe, und dann noch die für, ja, dann töten sie acht Bosse insgesamt. Also, ja, viele Bosse sind überspringbar.
Ich habe einen großen Teil davon gezeigt und... Autsch, ich habe vergessen, dass ich den nicht gut blocken kann. Setzt ihn schon wieder ein. Na, der Schaden ist nicht schlecht. Na, das ist schlecht. So, komm nicht drauf an. Jetzt hier unten durch. Ich gehe nur schnell ans Leuchtfeuer, der Rest ist mir Schnuppe. Ich muss nur schnell wieder einen Ort haben, wo ich zurück kann, falls ich sterbe. Ich glaube zwar nicht, es ist nicht so, dass es jetzt noch hart wäre. Ich bin ja wirklich ausgerüstet, wie ein, um den letzten Boss gegenüberzutreten und habe auch kein Problem. Der Gegner, den ich meine, der wartet hinter dem Nebel dort hinten. Den kann ich noch kurz zeigen. Das sollte kein allzu langer Kampf werden. Kannst du mich hier bitte durchlassen? Ja, das ist zu... Ich habe keine Ahnung, von was genau ich getroffen wurde, aber ich wurde getroffen. Ich möchte eigentlich gegen keinen der Gegner hier antreten. Einfach nur schnell nach Nestus vom Kampf hineingehen. Den Rest hinter mir lassen. Hier haben wir einen Feuerdämonen. Ist eigentlich genau das gleiche wie der verirrte Dämon samt Druckwellenangriff. Einfach diesmal noch Feuer. Ich glaube einfach seine Feuerresistenz ist um einiges größer, was nicht drauf ankommt. Ich habe das Uchi. Und Uchi lässt dich bluten. Ach genau, das Uchi hat ja ein... ich wollte jetzt gerade noch wissen, was das Uchi eigentlich für einen R2-Angriff hat. Das Uchi hat es mir gezeigt. Ach, vergessen, das Schild hochzunehmen. Ich sollte nicht unvorsichtig sein bei den Bossen hier. Auch wenn man merkt, dass ich um einiges zu stark bin für ihn. Unvorsicht ist des Wanderers Tod in Dark Souls. Vor allem seinen Gegner zu unterschätzen kann schon. Hat schon zu vielen peinlichen Toten geführt. Bei allerlei Spielern. Welle, Leben. Ja, egal ob ich sie blocke oder nicht, sie macht etwa gleich viel Schaden. Deshalb jetzt noch schnell zu den finalen Schlägen und tot. Das war der Feuerdämon. Gibt noch den Dämonenbeschleuniger. Aber das ist halt auch wieder nichts für mich. Sind andere Charakterklassen, die davon profitieren können. So, noch schnell zurück zum Leuchtfeuer. Ich laufe hier irgendwie gerade ein bisschen in der Luft. Und dann zurück zum Feuerbandschrein. Und dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part dem Finale entgegen. Dem Grande Finale. Ob es so Grande Finale ist, sehen wir dann noch. Aber es ist der letzte Boss, von dem wir gesehen. Können wir dann bald das Let's Play ruhen lassen und uns neuen Sachen zuwenden. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.